Wird das 49-Euro-Ticket dann tatsächlich genauso erfolgreich wie das 9-Euro-Ticket? Wie denken Sie darüber? Das wollten wir wissen. Hier ist Ihre Stimme. Ich finde Nachfolger auf jeden Fall extrem gut. Das war das einzige Positive, das ich quasi in meinem Lebenslauf mitbekommen habe, dass die Politik wirklich mal was Gutes bewirkt hat in meinem Leben, das wirklich direkt in meinem Leben einwirkt. 49 Euro finde ich als Student immer noch sehr viel Geld, aber vielleicht auch gerechtfertigt. 9 Euro war definitiv zu günstig, aber 49 Euro, wenn das alle Parteien mittragen, finde ich gut, ja. Sollte die öffentlichen Nahverkehrsmittel und Fernverkehrs auch unterstützen, ja, auch im Zuge des Klimawandels. 9 Euro wären natürlich besser, 49 Euro wären aber meines Erachtens im Vergleich zu den bisherigen Tarifangeboten jedenfalls auch eine gute Lösung. Ne? Grundsätzlich sehr gut. 49 Euro finde ich relativ viel. Das können sich die Leute, bei denen es ankommen sollte, eigentlich dann wieder nicht mehr leisten. Genau. Also es ist viel besser, als es ja ist. Sagen wir mal so, viele wird das ja entlassen. Aber es wäre viel besser, die 9 Euro zu behalten, weil es ist ja noch leichter und noch besser. Und vor allem entlastet auch den ganzen Verkehr in der Stadt. Ich finde das einfach gut, umweltneutral oder relativ umweltneutral ohne Auto unterwegs sein zu können. Und ich habe das 9-Euro-Ticket auch relativ viel genutzt. Und es war klar, dass 9 Euro monatlich wahrscheinlich nicht auf Dauer subventionierbar sind. Und deswegen finde ich das eigentlich, ja, ich werde das nutzen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.